Herzlich willkommen zu ZDF heute live. Lange ist sie angekündigt worden, lange ist sie vorbereitet worden und lange hat vor allen Dingen der Westen auf sie gehofft. Die ukrainische Gegenoffensive. Seit etwa 2 Wochen läuft sie, doch wer geglaubt hatte, dass die Ukraine jetzt mit westlichen Waffen die russischen Truppen einfach mal aus dem Land fegt, die besetzten Gebiete zurückerobert in wenigen Tagen, der hat sich geirrt. Die Führung in Kiew selbst gibt zu, die Gegenoffensive läuft langsamer als erwartet. Warum ist sie ins Stocken geraten? Was sind die Gründe? Was sind die größten Probleme? Und wie reagieren die ukrainischen Streitkräfte darauf? Wir fragen und bekommen Antworten von dem militärischen Experten Oberst AD Wolfgang Richter. Und wir werden auch reden mit unserer Reporterin Alisa Jung, die in Kiew ist, aber auch nahe des Stausees, Kachowka-Stausees war. Wenn es Fragen, Kommentare, Meinungen gibt, einfach über die Kommentarspalten die schreiben oder an diese E-Mail-Adresse schreiben. Dann können wir darüber mit beiden Gesprächspartnern reden und Antworten liefern. Zunächst aber ein Überblick über die Lage in der Ukraine. Bilder, die zeigen sollen, die Gegenoffensive geht voran. Veröffentlicht von ukrainischer Seite sollen sie die Zerstörung eines russischen Panzers in der Region Donetsk zeigen. Hier im Osten des Landes toben schwere Kämpfe. Tatsächlich aber kommt Kiew kaum voran. Nahe der Frontlinie bereiten sich diese Soldaten auf den nächsten Vorstoß vor, immer unter Beschuss der russischen Artillerie. Der Gefechtslärm ist allgegenwärtig. Der Dienst ist konstant stressig. Im Großen und Ganzen ist es okay. Es geht einfach immer weiter und man muss auf die Umgebung achten. Immer auf die Umgebung achten, denn die Russen hatten genug Zeit, sich auf die Gegenoffensive vorzubereiten. Dass sie stockt, darüber sind sich Experten einig. Auch Präsident Zelensky spricht von einem Vormarsch, der langsamer als erwünscht läuft. Offiziell läuft die Gegenoffensive seit 2 Wochen. Sie konzentriert sich nicht nur auf den Osten der Ukraine, sondern auch auf den Süden. Heftig umkämpft die Region Saporischschja. Auch hier trifft die Ukraine auf erbitterten Widerstand. Diese Bilder, veröffentlicht vom russischen Verteidigungsministerium, sollen Soldaten im Einsatz zeigen. Welche Ziele sie hier angreifen, unklar. Doch dass die Ukraine nicht wie geplant vorrückt, daran kann es kaum Zweifel geben. Reden wir jetzt mit Oberst AD Wolfgang Richter, der uns aus Wien zugeschaltet ist. Herr Oberst, vielen Dank, dass Sie erstmal mit dabei sind. Schönen guten Abend, Herr Rieger. Herr Oberst, die Offensive stockt. Die russische Verteidigung, die Gegenwehr ist stark. Die russischen Verteidigungslinien wohl schwerer zu überwinden als erwartet. Woran liegt das Ganze? Die Russen haben sich sehr gut zur Verteidigung eingerichtet, tiefgestaffelte Stellungen. Sie haben diesen Angriff erwartet. Sie setzen sehr viele Minen ein. Sie setzen jetzt besser als früher koordinierte Artillerie- und Panzerabwehr ein. Und so fahren sich die ukrainischen Attacken fest, schon bevor sie eigentlich auf die Hauptverteidigungslinie stoßen. Es ist den Russen gelungen, das ukrainische Artilleriefeuer herauszufordern, bevor sie auf die Hauptverteidigungslinie stoßen. Das machen sie durch vorgeschobene Stellungen, die sie dann, nachdem der Kampf beginnt, aufgeben und etwas zurückweichen. Das Ergebnis ist, dass die Ukrainer dann vorweisen können, dass sie 800 Meter, 1000 Meter, manchmal auch 1,5 Kilometer vorgestoßen sind. Aber das ist noch kein wirklicher Einbruch in die Hauptverteidigungsstellung, geschweige denn ein Durchbruch. Das wird sich erst zeigen. Ich vermute, die Ukrainer werden jetzt sehen, wo die Schwachstellen der Russen sind und werden versuchen, möglicherweise etwas umzustellen, um dann mit dem eigentlichen Gegenschlag, der noch kommen kann, denn sie haben noch Reserven, dann zu beginnen. Aber die Aufgabe ist groß. Wenn sie wirklich den Korridor durchtrennen wollen, der die Krim mit dem Donbass verbindet, dann müssen sie ungefähr 80 bis 100 Kilometer überwinden. Und dann geht es in Richtung Melitopol, Berdjansk und Mariupol. Und irgendwo dort könnte der Korridor durchschnitten werden. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Ob Ihnen das gelingt, das werden die nächsten Wochen zeigen.
Wir können uns das auch mal ganz kurz vor Augen halten. Wir haben hier eine Karte. Hier sehen wir sozusagen den Osten und Südosten der Ukraine. Und das ist das, was Sie meinen, wenn wir hier unten eben die Krim haben, geht es darum, die Russen sozusagen hier abzuschneiden, hier durchzustoßen. Und das Rote zeigt eben die Verteidigungsanlagen, die es zu überwinden gilt. Und ja, die vielen roten Punkte zeigen, die Russen haben eine Menge Verteidigungsanlagen geschaffen. Ja, Sie haben es schon gesagt, so viel ist es nicht. Seitdem die Offensive begonnen hat, haben die Ukrainer nach eigenen Angaben im Südosten 8 Dörfer und 113 Quadratkilometer befreit. Das scheint ja wirklich nicht viel zu sein, Sie sagen es. Und im Osten sieht es sogar ganz anders aus. Da schreibt heute die Vize-Verteidigungsministerin Malja, die ukrainischen Verteidiger hätten die Vorstöße des Feindes bei Liman und Kupjansk gestoppt. Also statt einer ukrainischen Offensive reden die Ukrainer davon, dass sie quasi eine russische Offensive gestoppt haben. Also von einer ukrainischen Offensive kann man ja gar nicht da sprechen. Ist das tatsächlich so, dass die Ukrainer da ja sogar noch verteidigen müssen und auch die Russen wieder versuchen, die Initiative zu gewinnen? Ja, das ist also ein Kampf um die Initiative, der wird von beiden Seiten geführt. Man muss dazu sagen, die Ukrainer haben im Gebiet Donetsk angegriffen, schon vor 2 Wochen. Sie haben mit mehreren taktischen Vorstößen versucht, die russischen Kräfte dort zu binden und haben dann aber den Schwerpunkt eigentlich nach Süden verlagert, nämlich genau in die Region, die Sie gerade geschildert haben und ich ja vorher auch darauf hingewiesen habe. Hier scheint mir dann doch der Schwerpunkt zu liegen. Aber die Ukrainer dürfen nicht im Donetsker Gebiet aufgeben, die Russen zu binden, denn sonst werden Reserven frei. Also das Ganze hängt natürlich zusammen, diese Operation. Aber wie gesagt, ein Durchbruch ist das noch lange nicht. Und das wird noch ein sehr harter und wahrscheinlich auch sehr verlustreicher Kampf. Und die Frage ist, ob sich diese Angriffe irgendwann dann doch in diesen Verteidigungslinien festbeißen nach hohen Verlusten und nicht so recht vorankommen. Das wissen wir noch nicht. Noch haben die Ukrainer Reserven. Sie können, wenn sie es schaffen, die Schwachstelle zu entdecken und durchzustoßen, müssen sie viel Raumgewinn machen. Dann ergeben sich neue Gefahren. Große Flankenentfernungen tun sich aus. Auf die müssen auch geschützt werden. Und hier sieht man mal wieder bei diesem Beispiel, dass es nicht ein Waffensystem ist, das hier, wie oft gepriesen, ein Gamechanger ist, sondern dass es darauf ankommt, alle diese verschiedenen Waffensysteme aufeinander abzustimmen. Und hier geht es vor allen Dingen um den Kampf um Minen, also Minenräumen, zunächst einmal. Aber wenn man lange Flanken sichern muss, muss man auch selbst wiederum Minen legen, um Gegenangriffe zu verhindern. Also diese Koordinierung ist die eigentliche Aufgabe und die ist sehr schwer. Jetzt hat heute Herr Oberst Podolyak, Berater im Präsidentenbüro, also Selenskys Berater, getwittert, bei der Überzeugung der Partner verlorene Zeit, die notwendigen Waffen zu liefern, spiegelt sich im konkreten Ausbau russischer Befestigungen wider. Die Russen haben sich tief eingegraben. Haben die Ukrainer recht, wenn sie sagen, ja, der Westen hat so lange gebraucht, die Waffen zu liefern, dass das ja wiederum den Russen die Zeit gegeben hat, sich so tief in Anführungsstrichen einzugraben? Ja, das kann man natürlich hinterher sagen. Auf der anderen Seite hat der Westen die Waffen geliefert, die die Ukraine haben wollte. Sie greifen mit der strategischen Reserve derzeit an, also mit einer Anzahl von 9 bis 12 Brigaden, die im Wesentlichen mit westlichem Militärgerät ausgerüstet sind. Und man sieht, dass der Angriff dennoch liegen bleibt. Es wird immer im Krieg zu solchen Situationen kommen, dass man dann sagt, ja, hätten wir dies und jenes früher gehabt, dann hätte man auf der anderen Seite weniger getan oder tun können, um sich dann zur Verteidigung einzurichten. Das vermag ich nicht ganz zu glauben, denn diese Linie, die besteht ja jetzt schon seit fast einem Jahr. Also da gab es genügend Zeit für die Russen, sich einzurichten. Und das ist wohl auch geschehen. Wir reden gleich auch noch weiter, Herr Oberst, über die westlichen Waffen etc. Wir wollen aber jetzt schalten in die Ukraine. Pardon, live gehen zu Alisa Jung. Sie ist derzeitig in Kiew. Hallo Alisa. Du warst aber vor wenigen Tagen auch noch direkt am Kachowka-Stausee in Nikopol am nördlichen Ufer. Jetzt muss man sagen, du warst am einstigen Stausee, denn als am 6. Juni der Staudamm explodierte, zerstört worden ist. Da hat sich unterhalb des Staudamms Dramatisches abgespielt, nämlich heftige Überschwemmungen.
Überschwemmungen, Überflutungen, weil das Wasser nach Westen, nach unten geströmt ist. Aber oberhalb des Staudamms ist es zu ganz anderen Dingen gekommen und das können wir uns jetzt einfach mal anschauen. Hier sehen wir auf Satellitenbildern, so war der Stausee vorher, also gigantisch breit, kaum zu überwinden oder nicht zu überwinden. Und jetzt heute ist das Ganze nur noch ein kleines Rinnsal oder mehrere kleine Rinnsale. Hier in Nikopol war Alisa jung und hier sehen wir auch nicht unwichtig, sondern im Gegenteil sehr wichtig, dass der sogenannte Teich mit Kühlwasser für das Atomkraftwerk Saporischschja. Alisa, du warst da in Nikopol, du hast den Stausee gesehen, das alles, was sich daraus ergeben hat. Wie ist denn eigentlich die Lage beim Atomkraftwerk Saporischschja? Einerseits, was Kühlwasser angeht, andererseits ist von ukrainischer Seite zu hören, die Russen hätten Kühlwasserbereiche etc. auch vermint. Nikopol liegt direkt gegenüber vom Atomkraftwerk Saporischschja und da konnten wir uns mit eigenen Augen davon überzeugen, wie viel Wasser da jetzt fehlt. Das sind wirklich unglaubliche Bilder. Man steht an der anderen Uferseite, man sieht das Atomkraftwerk und dazwischen, wo vorher ein riesiges Gewässer war, ist jetzt wirklich sehr wenig Wasser. Man riecht es auch, es riecht dort auch nach fauligem, abgestandenen, zu wenig Wasser, was da noch ist. Das zunächst mal zu der Situation dort, die sich da vorfinden lässt nach der Zerstörung des Kachowka-Damms. Und das in den letzten zwei Wochen hat das natürlich auch Besorgnis erregt. Der Leiter der Internationalen Atomenergiebehörde Grossi ist auch vor mehreren Tagen zum Atomkraftwerk gereist, um sich selbst ein Bild vor Ort von der Lage da zu machen. Denn es wurde sich natürlich gesorgt darum, wie steht es jetzt um das Kühlwasser, was auch gesunken ist. Dort in diesem Reservoir ist der Wasserpegel natürlich auch zurückgefallen. Das Reservoir, das man nutzt, um dort eben das AKW zu kühlen, mit Pumpen zu kühlen. Wenn der Pegel zu niedrig ist, funktionieren diese Pumpen nicht. Grossi war da, hatte für dieses Problem für den Moment Entwarnung gegeben, gesagt, man sei da also für die nächsten Wochen auf jeden Fall vorbereitet mit alternativen Lösungen. Aber jetzt hatte sich eben Präsident Selenskyj gestern noch zu einem weiteren Problem, was Sorge machen könnte, geäußert. Er hatte gesagt, nach ukrainischen Geheimdienstinformationen hat Russland also sowohl das Gelände um das Atomkraftwerk, das ist russisch besetzt, aber eben auch das Kühlbecken vermint, stark vermint. Und er fordert die Welt auf, dort nicht blind zu sein, dorthin zu schauen. Er hatte gestern Abend in einer Videobotschaft gesagt, er hätte sich mit Vertreterinnen und Vertretern von G7 und G20 verständigt, sie über seine Informationen informiert und er fordert da also jetzt die Weltgemeinschaft auf, mit daran zu arbeiten, dass dieses Atomkraftwerk, diese gefährliche Lage dort womöglich vor Ort mit der russischen Besatzung sofort zu stoppen sei. Und was sich daraus jetzt ergibt, das müssen wir in den nächsten Tagen beobachten. Mhm. Alisa, jetzt bist du in Kiew am Maidan, den wir kennen durch viele Bilder. Du warst allerdings in einem Krankenhaus, wo viele verletzte Soldaten sind und hast gesprochen, Eindrücke gesammelt. Welche Eindrücke hast du da bekommen? Wir waren hier in einem Krankenhaus in Kiew, wo schwer verletzte Soldaten hinkommen. Also nach einer Erstversorgung an der Front im Süden und Osten des Landes wird natürlich zunächst versucht, den Soldaten dort zu helfen, vor Ort. Aber das ist eben gar nicht so einfach. Und das war das, was die Ärzte uns vor allem ganz klar gemacht haben. Durch die Offensive gibt es jetzt mehr Verletzte und vor allem auch mehr Verletzte mit schwereren Wunden. Wodurch werden die ausgelöst? Durch Minen, durch Schrapnells, durch einfach die Angriffe dort vor Ort an der Front. Und diese Soldaten, wenn sie dort unten also nicht mehr gut versorgt werden können, müssen dann schleunigst hier natürlich auch in dieses spezialisierte Krankenhaus kommen, damit sie dort versorgt werden. Was haben wir da also vorgefunden? Ganz viele Soldaten mit schlimmen Wunden, mit schlimmen Verletzungen an den Beinen. Da geht es dann wirklich darum, kann man das Bein behalten oder auch nicht. Wir waren bei einer Operation, bei zwei Operationen mit im OP-Saal, bei einer, wo eben auch genau diese kritische Frage gestellt wurde, wird der Soldat sein Bein behalten können oder nicht? Nach wie vor ist das ungeklärt, er muss wieder operiert werden. Wir haben aber eben auch Soldaten getroffen, junge Soldaten, 22 Jahre alt, war einer, mit dem ich sprechen konnte, der beide Beine verloren hat, bis zum Oberschenkel. Unklar, ob das mit Prothesen etwas wird zu laufen und das mit 22. Das sind also schwerste Verletzungen, die man da vorfindet und eben die Erkenntnis durch die Ärzte, dass das jetzt noch zugenommen hat in den letzten Wochen mit auch natürlich jetzt der Intensivierung der Offensive im Süden und Osten des Landes. Ja, jetzt sprichst du nochmal die Offensive an. Wir haben es gerade gesagt, die Offensive stockt. Es ist alles viel schwerer als vielleicht erwartet. Es heißt teilweise aus Kiew, ja gut, der Hauptschlag kommt noch. Vielleicht ist das auch eine
Art und Weise zu entschuldigen oder zu trösten, nach dem Motto, die richtige Offensive kommt noch, wir werden Erfolg haben. Aber wie ist die Haltung, die Stimmung? Ihr redet ja mit den Menschen in Kiew, auch in anderen Orten. Wie ist denn die Einstellung? Ist der Glaube da, diese Offensive wird gelingen? Sind da vielleicht auch Zweifel? Was ist, wenn diese Offensive nicht gelingt? Wir waren in den letzten 2,5 Wochen, insbesondere im Süden, also in der Nähe der Front unterwegs, sind jetzt seit ein paar Tagen in Kiew, haben also auch direkt mit Menschen vor Ort in Dörfern 20 Kilometer entfernt von der Front sprechen können. Und hier sind sich alle darüber im Klaren, dass das eben nicht besonders schnell gehen könnte hier. Hier sind sich alle darüber im Klaren, dass das vielleicht sogar sehr lange dauert. Präsident Zelensky hatte sich auch dazu geäußert, hatte der BBC gesagt, man solle nicht davon ausgehen, dass das hier ein Hollywood-Streifen sei, wo eben mit einem schnellen Ende zu rechnen sei, denn es gehe ja schließlich um Menschenleben. Und das ist auch, was wir immer wieder in Gesprächen mit Ukrainerinnen und Ukrainern gehört haben, vor allem Ukrainerinnen, wo ja die Männer an der Front kämpfen, insbesondere die Männer an der Front kämpfen, die immer wieder gesagt haben, ja, es geht eben genau um unsere Männer, um unsere Väter, Söhne, Brüder, um unsere Leute. Und deswegen natürlich sollte diese Offensive genauso schnell oder genauso langsam dauern, wie sie eben möglichst wenige Menschenleben kostet. Es werden darüber aber auch hier in der Presse Diskussionen geführt. Natürlich, was wäre da jetzt der bessere Weg, schnell oder langsam? Das weiß natürlich hier keiner, aber was allen am wichtigsten ist, mit möglichst wenig Verlusten natürlich. Ja, dann vielen Dank, Alisa, vielen Dank für diese Schilderungen und wirklich doch Eindrücke, die einem zeigen, wie ernst das Ganze ist und dass es eben nicht, wie du gerade gesagt hast, einfach ein Kinofilm ist, sondern eben eine sehr, sehr langwierige Sache mit viel Leid und Schmerz. Vielen Dank, Alisa, und du wirst weiter für uns berichten. Reden wir auch über diese Eindrücke jetzt weiter mit Oberst A.D. Richter. Alisa hat am Stausee gestanden, der vorher für eine Armee doch relativ unüberwindbar schien, jetzt nur noch ein Rinnsal ist. Wir gucken uns das einfach auch noch mal gemeinsam an. So sah das Ganze vorher aus. Hier der breite Stausee. Und jetzt, Alisa hat es ja auch nochmal beschrieben, sie war in Nikopol, nur noch ein Rinnsal. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, dass das militärische, neue militärische Möglichkeiten für die Ukrainer eröffnet, dass man vielleicht an dieser Stelle leichter auf die andere Seite vorrücken kann, die Russen vielleicht auf der südlichen Seite des, sagen wir mal, ehemaligen Stausees sich nicht so gut aufgestellt haben. Wir können auch nochmal auf die Karte schauen gemeinsam. Denn wenn wir uns das hier einfach mal anschauen, wir haben hier gesehen starke Verteidigungslinien der Russen. Das hier ist der ehemalige Stausee, wie er vorher war. Der Staudamm hier gebrochen, das Wasser hier weggelaufen. Und wenn wir jetzt einfach mal hier reinschauen, dann sind natürlich hier in der Tat weniger starke Verteidigungslinien. Deshalb die Frage an Sie, Herr Oberst, bietet das, die Tatsache, dass dieser Stausee quasi abgeflossen ist, neue Möglichkeiten für die ukrainische Streitkräfte? Naja, zunächst einmal muss man schon feststellen, dass natürlich der Stausee vorher ein Hindernis war, das kaum überbrückbar war oder überwindbar war. Und deswegen haben die Russen sich auch südlich des Stausees eben nicht so stark zur Verteidigung eingerichtet, wie Sie ja gerade beschrieben haben. Diese Lage könnte sich bald ändern, aber noch hat sie sich nicht geändert. Es ist zwar richtig zu sagen, jetzt ist ja dieser Dnepr dort im Stauseebett sozusagen noch ein Rinnsal. Aber wir müssen schon auch konstatieren, dass das Gelände, das frühere Ufergelände, jetzt also jahrelang durch einen Stausee durchnässt, natürlich nicht geeignet ist für gepanzerte Bewegung. Das ist ja ein sehr sumpfiges, morastiges, nasses Gelände, das zwar im Laufe der Zeit abtrocknen wird, aber so weit ist es noch nicht. Das heißt also, diese Möglichkeiten können sich ergeben, aber sie werden sich jetzt nicht kurzfristig in den nächsten paar Tagen ergeben, sondern man wird dann eben warten müssen, bis eine solche Gelegenheit da ist. Ob das der Plan der Ukrainer ist, das vermag ich natürlich von außen nicht zu sagen. Aber was wir sagen können, es eröffnet sich dann in einigen Wochen eher als Tagen eine neue Option. Kommen wir aber nochmal zur Hauptfrage zurück. Alisa hat es beschrieben, sehr, sehr, sehr viele Verletzte in den Krankenhäusern. Durch die Offensive, es wird also wirklich gekämpft und die Frage ist eben doch, warum hat es bisher keine größeren Durchbrüche gegeben?
mit den westlichen Waffen doch jetzt in der Hand. Sie haben es ja selbst gesagt, es ist ja eine ganze Menge geliefert worden und es ist auch sozusagen das Material an die Front gebracht worden und steht den Brigaden zur Verfügung, den ukrainischen. Ja, absolut. Also was wir sehen können, ist, dass diese Brigaden mit westlichem Gerät ausgerüstet sind. Man sieht eben Leopard-Kampfpanzer, Marder, Bradley, also die amerikanischen Schützenpanzer, auch einige Challenger. Und das bedeutet, dass jetzt diese strategische Reserve mit westlichem Gerät tatsächlich zum Einsatz kommt. Sie ist auch noch nicht vollständig im Einsatz, sondern es ist in der Tat eigentlich das geht um Anfangsgefechte, um Schwachstellen in der Verteidigung herauszufinden oder auch um die Schwachstellen durch Kampf herbeizuführen, um dann da durchzubrechen. Wir müssen noch warten, wo sich die Ukrainer am Ende entscheiden, einen Hauptschlag, wie Sie sagen, zu führen. Der ist noch nicht entschieden worden, jedenfalls nicht nach außen kommuniziert worden. Und insofern werden diese Gefechte, ich glaube, nicht nur Tage anhalten, sondern möglicherweise Wochen. Wir haben es ja schon geschildert, es geht um einen Kampf, in dem sehr, sehr viele Minen gelegt worden sind, in dem man nicht einfach durchfahren kann. Das ging ja zu Lasten vor allen Dingen auch der Soldaten, die dort im Einsatz sind. Das heißt, man muss mühsam und das unter Feuer Minen räumen. Da gibt es sicherlich modernes Gerät dafür. Aber das muss alles gut koordiniert werden. Das muss unter Feuerschutz passieren. Die Artillerie muss das entsprechend hinkriegen. Und natürlich muss man auch sehen, dass man sich dann schützt gegen die weitreichenden Waffen russischer Kampfhubschrauber, die mittlerweile dort vermehrt im Einsatz sind. Dazu braucht man wieder die Flugabwehr am Boden. Also alles spielt ineinander. Und es geht noch einmal darum, wer dieses Gefecht besser koordinieren kann, wer die Initiative auch zeigt, auch bei den unteren Führungsebenen, der wird am Ende Vorteile haben. Aber wir dürfen die Augen nicht davor verschließen. Und der Bericht von Alisa Jung war ja völlig richtig. Das ist ein sehr, sehr verlustreicher Kampf. Und da entstehen natürlich ganz fürchterliche Verletzungen. Und es ist schon richtig. Und das gehört aber auch zum Standard, dass nur eine Erstversorgung hinter der Front stattfindet und dann die Verwundeten möglichst rasch in spezialisierte Zentren nach hinten gebracht werden, um dort wirklich die entsprechende Versorgung zu bekommen und Operationen zu bekommen, die sie brauchen. Jetzt einfach nochmal auch die Frage, Thema Minen, was Sie jetzt angesprochen haben. Also es ist ja schön, wenn man einen Leopard 2-Panzer hat. Wir haben aber auch Bilder gesehen, alles schwer zu verifizieren, aber dass eben auch westliche Panzer von Ukrainern gefahren worden sind, dann auf Minen wahrscheinlich gelaufen sind und insofern dann auch ausgefallen sind. Also Sie machen ja deutlich, es ist ja schön, wenn man einen Leopard oder einen Challenger hat, aber wenn es erstmal darum geht, ein Minenfeld zu räumen, bräuchte man vielleicht einen Minenräumpanzerkeiler oder eben andere technische Möglichkeiten. Erklären Sie einfach mal, wie kann man denn effizient ein Minenfeld räumen, was die Russen angelegt haben? Naja, es gibt natürlich die traditionellen Methoden, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg kennen, dass man mit Rolltonnen, die vor einem Panzer aufgespannt werden, versucht, eine Minenschneise zu schlagen. Das heißt, die Minen sollen durch den Druck, den diese Tonnen machen, explodieren, ohne den Panzer selbst zu beschädigen. Wenn man davon einige hat, dann kann man versuchen, also eine Gasse sozusagen durch diese Minenfelder oder mehrere Gassen zu schlagen. Aber es gibt natürlich modernere Geräte. Man kann auch Minensprengschnüre oder Leitern schießen, die dann doch in relativ kurzer Zeit durch Sprengladung einen großen Streifen freikämpfen, indem sie eben diese Minen dort zur Explosion bringen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, das ist natürlich Detailkenntnis, die ich nicht habe, ob die Ukrainer jetzt diese Waffen hier im Einsatz haben und wie sie das machen. Natürlich, auch diese Minenräumfahrzeuge, die dann in den Einsatz geschickt werden, sind ihrerseits ja wieder Ziele, sogar prioritäre Ziele. Also kommt es hier wieder darauf an, diesen Einsatz zu decken. Also zum Beispiel durch Artilleriefeuer, durch Niederhalten der gegnerischen Panzerabwehr, durch Nebelwände und was man sich alles dort vorstellen kann, das ist eben das Gefecht verbundener Waffen, über das wir ja schon seit einiger Zeit reden. Das ist Taktik. Und das ist nicht getan mit der Diskussion um ein spezielles Waffensystem, sondern es geht immer darum, den Verbund zu sehen. Und wer das besser beherrscht, der wird hier auch am Ende natürlich den in Anführungszeichen Sieg oder jedenfalls das Gefecht siegreicher beenden können als der andere. Nur müssten wir jetzt auch konstatieren, dass Russland sich nicht mehr so bewegt wie in den ersten Kriegstagen. Russland hat dazugelernt, die russische Armee ist weitaus besser aufgestellt.
Sie ist weitaus koordinierter in dem, was sie tun. Sie haben wohl den Ernst der Lage erkannt und haben im Laufe dieses Krieges dazugelernt. Das ist übrigens nicht neu. Das ist historisch auch nachweisbar, dass sie das immer gemacht haben. Am Anfang hohe Verluste in Kauf nehmen mussten und am Ende mit der schieren Masse, aber auch mit der Lernfähigkeit sich dann doch am Ende durchgesetzt haben. Nun kann man natürlich sagen, hier muss das nicht genauso kommen, aber wir sollten die Augen vor den Risiken natürlich auch gerade eines langen Krieges nicht verschließen. Jetzt kommen ganz konkrete Fragen. Haben wir eine ganze Menge schon hier. Nochmal zu dem Thema Stausee. Der Stausee, der nicht mehr da ist. Roland Karl fragt, welche Folgen hat der ausgetrocknete Stausee für den Kriegsverlauf, wenn die Böden ausgetrocknet sind? Ja, wenn die Böden ausgetrocknet sind, und das wird ja noch eine Weile dauern, dann kann natürlich die Geländegängigkeit dieses Bodens wiederhergestellt werden. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass man mit Kettenfahrzeugen oder mechanisierten Fahrzeugen oder jedenfalls Radfahrzeugen dann über diese Ufer beziehungsweise den Grund des Stausees fahren kann. Dann bleibt immer noch der Dnieper in der Mitte, der teilweise ja doch noch einige ja, manchmal nur ein Rinnsal ist, aber es gibt auch Stellen, da gibt es noch 300 Meter Breite. Dann muss man gucken, wie tief das ist, kann man da durchwarten oder nicht. Wie dem auch sei, das ist alles Detail. Es ergibt sich eine neue taktische oder sogar operative Möglichkeit, wenn man das durchfahren will, wenn man genügend Kräfte dafür hat und das auch koordiniert macht. Und der Vorteil, den man darin sehen kann, ist, dass auf der südlichen Seite des früheren Stausees die russischen Befestigungen eben nicht so vorbereitet sind und insofern sich bessere Chancen ergeben. Die nächste Frage, die Iche oder ICHE auf YouTube stellt: Wo könnten die entscheidenden Schwachstellen in der russischen Verteidigung liegen? Wie gesagt, wir haben hier nochmal die Karte mit den Verteidigungslinien. Sowohl im Osten sehen wir hier, wo hier heftig gekämpft wird, um dann jetzt. Hier eben im Süden, wo die Ukrainer sagen, ja, es gibt einige Vorstöße, aber wie gesagt, diese ganzen Verteidigungslinien sind sehr heftig. Nun ist die Frage, wo könnte denn die größte Schwachstelle liegen? Haben Sie da einen Riecher, eine Ahnung? Oder sagen Sie, naja, das haben die Ukrainer mir noch nicht gesagt, wenn sie jetzt gerade ja testen, sozusagen die Frontlinie der Russen auf ihre Schwachstellen? Also ich will mal ganz offen sein. Erstens sollten wir nicht versuchen, von der Seitenlinie oder vom Küchentisch her jetzt das zu tun, was wir während einer Fußball-Weltmeisterschaft getan haben oder während der Corona-Krise. Dann waren alle Virologen oder alle Bundestrainer. Und das kann man natürlich nicht tun. Selbst wenn ich es wüsste, ich würde es wahrscheinlich öffentlich jetzt nicht sagen. Aber das ist letztlich Sache der Ukrainer, das herauszufinden und dann dort einen Schwerpunkt zu bilden. Das ist völlig klar. Ich glaube, solche Detailfragen würden dann zu weit gehen. Am Ende kommt es aber auf ein paar Grundsätze an, die wir schon öfters besprochen haben, nämlich die Initiative, die auch auf den unteren Führungsebenen entwickelt sein muss, damit man Erfolg hat. Wer nur auf zentrale Führungsentscheidungen schaut, wird immer zu spät kommen. Das ist ein Grundübel sozusagen in der russischen Theorie, dass man vieles geheim hält, nur auf oberen Ebenen entscheidet und wenn die Entscheidungen mal runterkommen, sind die Gelegenheiten vorbei. Die Bundeswehr ist völlig anders ausgebildet. Sie setzt auf das Führen nach Auftrag. Das heißt, jeder sollte, wenn es gut läuft, seine Gelegenheit erkennen im Rahmen seines Auftrags und dann sofort handeln. Und das nennt man dann eben die Initiative auch auf den unteren Führungsebenen. Ob die Ukrainer dann auf der operativen Führungsebene die Initiative ergreifen können, wird sich dann zeigen, wenn man Schwachstellen gefunden hat und wenn man diese Schwachstellen durchstoßen hat. Dann kommen neue Aufgaben. Dann muss man Kräfte sehr schnell heranführen, sie gegen Luftangriffe schützen mit den entsprechenden Mitteln, sie auch gegen Flankenangriffe schützen. Dann muss man selber vielleicht Minen legen in der Flanke, um nicht dann wieder eingedrückt zu werden. Und man muss das Ganze vor allem logistisch im Griff haben. Man muss es also auch versorgen können über lange Linien. Und ich weise nochmal darauf hin, dass die vermutlichen Angriffsziele ja immer noch 80 bis 100 Kilometer weit südlich liegen. Und das ist natürlich keine Aufgabe, aber die wird sich erst dann stellen, wenn man die Hauptverteidigungslinie durchstoßen hat. Sie haben aber auch gerade angesprochen, die Versorgung, die ja auch gewährleistet sein muss, eben auch einer der vielen Mosaiksteine, die bei einer Offensive ganz entscheidend und wichtig ist. Wie ist denn zurzeit die logistische Lage der Ukraine im Hinblick auf die Versorgung ihrer Gegenoffensive, ist eine Frage.
Also ich gehe mal davon aus, dass durch die Initiativen, die gerade auch diese Munitionslieferungen aus dem Westen gebracht haben, nun zumindest für die erste Phase der Gegenoffensive doch eine große Menge an notwendiger Munition vorhanden ist. Wir sprechen jetzt über westliche Waffensysteme, also über Geschütze mit einem Standardkaliber der NATO von 155 Millimeter etc. Darüber hinaus ist natürlich auch noch ukrainisches Gerät im Einsatz, also sprich spätsowjetisches Gerät und Nachfolgemodelle. Wir sollten nicht vergessen, die Ukrainer waren immer ein sehr rüstungsstarkes Land. Sie haben ein Drittel der Rüstungsindustrie der Sowjetunion damals getragen und haben ja viele Dinge auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion weiterentwickelt. Siehe die Luftverteidigungssysteme S-300 und Varianten, die sie gut weiterentwickelt haben, mit denen sie auch Erfolge haben. Natürlich kommen jetzt westliche Systeme dazu. Das alles will aber koordiniert werden. Im Grunde genommen ist es für einen Logistiker ein halber Albtraum, wenn man sieht, wie viele unterschiedliche Systeme im Einsatz sind, die alle versorgt werden müssen und wo man die Versorgungsströme auch richtig lenken muss, damit sie an die Stelle kommen, wo die entsprechenden Systeme sind. Denn das sind manchmal auch nur ein paar Dutzend. Und das ist natürlich keine leichte Aufgabe. Gleichwohl gehe ich davon aus, dass für diese Gegenoffensive die Logistik zunächst einmal gesichert ist. Ob das in mehreren Wochen oder gar Monaten noch der Fall ist, ist eine völlig andere Frage. Dann wird man abhängig sein von Nachlieferungen aus dem Westen. Jetzt ganz aktuell ist zu lesen, Prigozhin, der Chef der Wagner-Söldner, sagt auf Online-Netzwerken, die Streitkräfte der Ukraine drängen die russische Armee zurück. Er spricht also von Erfolgen. Auf dem Schlachtfeld zieht sich die russische Armee an den Fronten von Saporischschja und Cherson zurück. Drastische Worte also, gleichzeitig auch drastische Worte an die Heimatfront in Anführungsstrichen. Er fragt, weshalb hat die militärische Spezialoperation angefangen? Der Krieg wurde für die Selbstdarstellung eines Haufen Bastarde gebraucht. Also krasse, deutliche Worte von Prigozhin. Jetzt fragt Jonas Weiß über YouTube, sind diese Aussagen von Prigozhin ebenfalls unter diesem Aspekt Irreführung zu bewerten? Deuten sie wirklich auf Missstände hin, also auf wirkliche Erfolge der Ukraine, Missstände und Fehler bei der russischen Armee? Oder sind seine Aussagen so zu bewerten, dass er seinen eigenen Propagandakrieg vielleicht gegen, ja, das russische Militär, gegen den Verteidigungsminister oder gegen Putin führt? Also ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Man muss da schon sehen, dass Prigozhin einer ist, der immer sehr starke Worte in den Mund genommen hat, dem man aber nicht alles glauben kann, was er nun sagt. Er hat also beispielsweise vor der Eroberung von Bachmut mehrfach angekündigt, er würde die Stellung verlassen, und er hat es dann doch nicht getan, sondern es war dann ein geordneter Wechsel zu den konventionellen Streitkräften Russlands. Aber er bringt sich natürlich in Stellung, das kann man deutlich sehen. Er greift die Militärführung an, übrigens nicht Putin selbst, das muss man deutlich machen. Er will ja eher als ganz getreuer Putin-Jünger erscheinen und glaubt, die alle Übel liegen nur an der militärischen Führung. Er greift also insbesondere den Verteidigungsminister Shoigu und den Generalstabschef Gerassimov an. Das ist das eine. Aber er hat natürlich auch Punkte, die durchaus realistisch sind. Selbstverständlich ist das, was die Russen von ihrer Armee erwartet haben, nicht eingetroffen. Übrigens, was auch viele im Westen erwartet haben, ist nicht eingetroffen. Die Ukrainer haben sich als sehr viel stärker erwiesen, sehr viel geeinter, sehr viel moralisch auch stark, aber auch militärisch gekonnt. Und das hat man in Russland nicht erwartet. Und insofern gibt er jetzt seinem Unmut Ausdruck, dass das Ganze ja schon seit 16 Monaten läuft, ohne dass es zu einem größeren jetzt Erfolg in den letzten Monaten gekommen ist. Aber man sollte nicht vergessen, diese Linie, die die Russen erreicht haben, die immerhin den gesamten Süden, also zwischen Kachowka-Staudamm, Dnieper-Fluss und im Westen und in der Cherson-Region, und dann, wenn man weiter nach Osten geht, die südliche Saporischschja-Region und dann eben auch Mariupol und einen Großteil der Donezk-Region, das haben sie ja immer noch im Griff, das kontrollieren sie noch, die Ukrainer rennen dagegen. Das ist jetzt nicht der ganz große russischen Armee, aber zumindest konnten sie das bisher kontrollieren, und jetzt stellt sich ja erst die Frage, ob eine operative Gegenoffensive, ich spreche jetzt nicht von taktischen Gegenangriffen, die auch immer wieder gemacht haben, sondern ob diese große Gegenoperation, die ja auch dazu dient, einen Großteil der territorialen Integrität wiederherzustellen, ob sie denn wirklich Aussicht darauf verfolgt
nicht, das wissen wir noch nicht, das wird sich zeigen. Die Befürchtung ist aber, sie wird sich irgendwann dann doch fest fressen. Die Frontlinien werden sich nochmal verschieben. Das ist eine operative Änderung, aber ein strategischer Durchbruch, eine Kriegswende sozusagen, die sehe ich im Moment nicht. Das Problem natürlich, wenn sich vieles in die Länge zieht, ist natürlich, ja, ist das gut für die Ukraine. Die Russen, wir haben es ja schon gehört, haben eben sehr viel Manpower, haben viele Soldaten, die sie wieder immer wieder aufs Schlachtfeld werfen können. Da ist das nicht so unendlich bei den Ukrainern. Wir haben von Alisa gehört, eben viele verletzte Soldaten. Eigentlich sind ja fast alle an der Front. Und insofern ist die Frage, wie soll das Ganze ausgehen? Es gibt hier eine Frage, die man sich automatisch irgendwo auch stellt. C.A. über YouTube, Herr Richter, meine Frage: Gibt es einen Punkt, an dem man sagen kann, dass die Offensive gescheitert ist oder wo man sagen kann, sie ist gelungen? Ist das zu definieren? Lassen. Ich hoffe, wir haben noch Verbindung. Ja, das So, hört jetzt sich hören wir Sie wieder. Prima. politische Definition ist dessen, was man erreichen will. Also, ich bin mir nicht sicher, unser Bild ist eingefroren, ob ich noch zu hören bin. Ich hoffe, das ist so. Ich höre Sie zumindest noch. Die Analyse Ja, kommt rüber. ich bin noch zu hören. Sehr schön. Okay, gut. Nein, das ist eine politische Definition. Ich glaube, es war von vornherein übertrieben zu glauben, man könne jetzt in einem kurzen, kühnen Schwung die gesamte territoriale Integrität der Ukraine wiederherstellen. Das, glaube ich, ist durchaus militärisch vermessen. Es hat viele politische Risiken, selbstverständlich auch. Das betrifft insbesondere mögliche Guerilla-Operationen und so weiter. Aber die Gegenoffensive, die politischen Bedingungen verbessern, man dann verhandeln kann. Ihr Ziel. Und wenn das gelingt hat, Position, dann ist es für, wann wird dieser Krieg enden müssen? Also, auch wenn wir das Fazit nur noch bruchstückhaft gehört haben und Sie im kleinen schwarzen Bild im großen schwarzen Kasten zu sehen sind, sagen wir trotzdem ein riesengroßes Dankeschön, Oberst A.D. Richter, für die Expertise, für die Einschätzungen, für die Antworten auf die vielen, vielen, vielen Fragen. Hochinteressant und wir ja, sagen sorry für die vielleicht schlechte Verbindung, die wir am Ende hatten. Trotzdem sehr, sehr interessant, was wir von Ihnen erfahren haben. Insofern ein großes Dankeschön, vielen Dank und liebe Grüße an Sie nach Wien und sagen natürlich auch nochmal Danke, dass wir Alisa dabei hatten. Ja, das war unser Livestream zur Offensive, was die Ukraine machen muss, die Taktik, die geändert werden muss, wie das Ganze läuft und warum das Ganze ins Stocken geraten ist. Ich sage vielen, vielen Dank für alle Kommentare, Fragen, Meinungen und sage Tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.